Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Im letzten Teil haben wir die Bürger zu einem Aufstand angezettelt und befinden uns jetzt im Arsenal, um herauszufinden, was für ein Paket oder was für eine geheimnisvolle Lieferung Tariq Manuel übergeben hat oder andersrum. Mir egal. Ach, ich hasse Janitscharen. Vor allem, weil die so stark sind und immer so viel aushalten. Wieso hast du jetzt... Die Assassin's Creed-Serie leider auch noch nie richtig hinbekommen, das Zielsystem. Es ist meistens so ungenau. Und vor allen Dingen ist es immer so, dass es fällt unglaublich schwer, ein anderes Ziel anzuvisieren. Das ist total unkomfortabel gelöst. Und was hier auch noch nervt, ist, dass wenn ihr von mehreren Gegnern umzingelt seid, dass Ezio oder auch Altair sich dann plötzlich entschließt, nicht den Gegner weiter vor euch anzugreifen, sondern irgendwo dahin. Boah, und hör auf, immer abzuwehren. Wer wehrt sogar den Tritt ab? Ich brauche mal Hilfe. Dankeschön. So, weiter geht's. Ich ignoriere die einfach. Warum soll ich überhaupt gegen die kämpfen? Wow, weil der ganz schön schnell ist, der Kollege. Ja, Ezio, das war wieder gekommen von dir. Muss man sagen. Gott, was ist hier passiert, ey? Waren das alles die Bürger? Ist ja krass. Okay, gut. Wir müssen wahrscheinlich bis nach ganz hinten. Wie sich das natürlich gehört, ist ja klar. Naja, mal sehen. Guten Tag. Oh, verdammt. Ganz schön viele. Ich weiche den einfach aus. Wow! Da ging es ja abwärts. Na, wie geht's denn so? Zack, und auf Wiedersehen. Okay, den werde ich umnocken. Bam. Ah, okay. Naja, so war es jetzt eigentlich nicht geplant, aber es hat geklappt. Oh. Ja, komm. Dann komm her. Wenn du dich nicht von mir trennen kannst, dann wirst du halt sterben. Au, hey. Hilft der mit Messern? Hallo, Kumpel? Zack, ja. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Okay, gut. Jetzt müssen wir hier wieder irgendwas scannen. Wahrscheinlich wieder irgendeine Spur, irgendeine Person. Ah, okay. Da ist die Spur. Das ist, glaube ich, dieser Manuel, ne? Ja, Manuel Palaiologos. 20 Jahre in der Stadt, dein Leben als niemand. Nun endlich fügen sich die Teile zusammen. Ist die Palaiologos-Linie wieder eingesetzt, Manuel? Dann vergesst nicht, wer euch dabei geholfen hat. Natürlich nicht, mein Freund. Im Traum würde ich einen Mann wie euch nicht betrügen. Doch ihr müsst Geduld haben, Novaroma wurde nicht an einem Tag erbaut. Ich bin zufrieden. Bringt mich auf mein Schiff. Wenn auch nur eine beschädigt wird, behalte ich das Geld. Mörder. Na toll. Aber über den Manuel Palaiologos werden wir erstmal was lesen, bevor wir hier weiterkämpfen. Manuel Palaiologos, der Neffe des gestürzten byzantinischen Kaisers Konstantin dem 11., wurde in dem Jahr geboren, in dem Konstantinopel an die Osmanen fiel und besuchte die Stadt erstmals sehr viel später in seinem Leben. Als Junge wurde er stark von den Geschichten über den tragischen Machtverlust seiner Familie geprägt und schmiedete schon früh gemeinsam mit seinem Bruder Andreas Pläne, den alten Ruhm irgendwie wiederherzustellen. Doch der Pakt der beiden Brüder hielt nicht lange. Andreas, ein enger Freund von Rodrigo Borgia und guter Bekannter von Sam, okay, das ist... ein guter Freund von Rodrigo Borgia ist. Das in Italien unter Hausarrest stehenden Bruders von Sultan Bayezid verfolgte einen militärischen Ansatz gegen die Osmanen unter Führung der Templer. Manuel dagegen bevorzugte eine subtilere Lösung, unauffälliger und doch erfolgversprechender. Irgendwann um das Jahr 1485 zog Manuel nach Konstantinopel und informierte den Sultan umgehend über diesen Schritt, indem er sein Anrecht auf den byzantinischen Thron für eine großzügige Pension an Bayezid II. Verkaufte. Dann trat er der osmanischen Marine bei und konvertierte zum Islam. Oberflächlich schien er also ein Musterbeispiel des modernen Osmanen zu sein, gebildet, wissbegierig und stolz auf seinen Adoptivheimat. Natürlich war Andreas sehr erbost über seinen Bruder und hielt ihn für einen Verräter. Doch Manuels Plan war der realistischere der beiden. Dem Anschein nach zumindest. Ich sollte auch die Satzzeichen mitlesen. In den späten 1490er Jahren, das ist immer so doof, wenn ich jetzt 90er Jahren sage, denkt jeder 1990,
Verlor Rodrigo jedes Interesse, den Palaiologi dabei zu helfen, Konstantinopel zurückzuerobern. Und Andreas verarmte und starb allein und mittellos um das Jahr 1502, vermutlich in einer Gosse in Rom. Manuel dagegen blühte förmlich auf. Er wurde fett und war mit der Pension und diversen anderen Einnahmen aus dubiosen Quellen sehr zufrieden. In seinen späten 50ern gehörte er zu den reichsten Bewohnern der Stadt. Ob sein Reichtum und geschäftlicher Erfolg seine Pläne, die Weltherrschaft zu erringen, dämpften? Vermutlich eher nicht. Und ob er immer noch verbittert über die osmanische Besetzung seiner Stadt war? Vermutlich schon. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein böser Mann. Demnach sollte er auch sterben. So, kommt schon, greif an. Greif an, greif an, greif an. Bam. Okay, kann man denn... Nein. Okay, das Blitzattentat funktioniert also auch nur, wenn man wirklich einen getötet hat. So, komm schon, greif an, Mann. Ich kann noch nicht mehr provozieren, das gibt's ja gar nicht mehr, sehe ich gerade mal. Hallo, schlaf nicht ein. Ach mein Gott, wie ich die Janitscharen hasse. Ah, gut, dann kommt mal her, Assassin, danke. So, das ist eure, sehr gut. Okay, da ist noch eine Seite anscheinend irgendwo. Stimmt, davon konnte ich mir ja auch mal wieder eine... Oder was ist wieder? Ich glaube, davon gibt es jetzt auch mittlerweile mal eine Karte zu kaufen, wo man diese ganzen Seiten von dieser Fabel oder von den Memoiren da halt freischalten kann. Ich will runter. Okay. Gut, jetzt muss ich aus dem Gebiet fliehen. Wir haben gesehen, was er da schmuggelt, und zwar Waffen. Und das ist nicht gut. Ach, ihr könnt mich alle mal. Na gut, aber das sind auch die einfachen Gegner. Die kann man schön leicht töten. Was wir natürlich auch tun. Aua, wie viele sind das denn? Zack, rein. Bäm. Und bäm. Und aua. Aua. Nochmal. Und bäm. Okay, schön. Ich sag sehr oft bäm. Aber es ist auch ein schönes Wort, bäm. Es geht so leicht von der Hand oder von der Zunge. Wie auch immer man das sagen möchte. Oh, hallo? Ja, genau. Ach, diese blöden Logikfehler. Ich hasse sie. So, okay. Wow, ich dachte, alle Assassinen wären mittlerweile zurück, aber das war anscheinend nicht der Fall. So, dann wollen wir erstmal hier raus. Ich habe nämlich keine Lust, gegen alle zu kämpfen. Das wäre einfach ein bisschen zu viel des Guten. Zack, weg. Oh, und da hinten ist der Ausgang. Und hier sind noch überall Verletzte. Was zur Hölle? Wieso leuchtet der? Egal. Mir egal. Nicht mein Problem. Ah, okay. War's das? Ist die Mission damit beendet? Es kam noch kein Blink. Ah, okay. Schön. Dann gibt's anscheinend, so wie es aussieht, auch gar nichts anderes mehr, außer einen Meuchelmörder zu töten. Und dann noch zu dieser Buchmission zu gehen. Und wo wir hier gerade an der Bank sind und einem Schmied, das ist schön, kaufe ich mir auch direkt wieder eine neue Waffe, weil wir haben ja noch ein paar. Und das Schwert habe ich jetzt oft genug eingesetzt und es fühlt sich ja eigentlich genauso wie eine Axt, deswegen es nicht so viel Unterschied macht. So. Hallo, ich möchte mit ihm reden. Wieso kann ich nicht mit ihm reden? Komm schon. Ich kann nicht mit ihm reden. Ah. Mein Gott. So, erstmal alles wieder reparieren. So, sehr schön. Rüstung haben wir ja nichts Neues, aber Waffen haben wir noch ein paar, die ich noch nicht... Ich glaube, die muss ich als nächstes machen, die Merowinger-Axt. Oh, und ein neuer Hammer. Ach, zu viele Hammer. Einfach zu viele Hämmer sind hier. So, nehmen wir halt die Merowinger-Axt. So, vielen Dank. Kleine Waffen gibt's nicht mehr, ne? Ne. Bitte schön, mein Herr. Empfehle ich euch. Okay, aber das ist wieder eine Einhänderwaffe. Das ist schon mal gut. Die sind etwas schneller und flinker im Gebrauch. So, okay, ja, jetzt ist sogar das Arsenal betretbar, das heißt, ich kann dann demnächst irgendwann mal den Turm machen, den Aussichtsturm. Aber das machen wir jetzt nicht, wir laufen jetzt nämlich noch zum nächsten Missionsziel, wir haben zwar nicht mehr viel Zeit, aber ich kann die Mission dann vielleicht noch anfangen. Ist allerdings sehr weit weg, ich könnte auch einen Tunnel benutzen, aber ich bin jetzt zu voll, auf die Karte zu gehen und einen Tunnel auszuwählen. Oder rauszusuchen.
Du musst ja erstmal einen raussuchen, der da ist. Dann muss man zu dem Tunnel hin und dann kommen auch noch die Ladezeiten dazu. Also im Prinzip macht es gar nicht so einen großen Unterschied. Na, Kumpel. Stirb. So. Ich habe irgendwie schon seit langer Zeit keinen Gesuchsstatus mehr. Kann es sein, dass der einfach weg ist, weil mir sowieso nichts mehr passieren kann? Weil die Türme eingenommen wurden? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er irgendwann wieder. Ich kann ja auch nichts mehr renovieren, also außer Wahrzeichen. Ich hätte jetzt, glaube ich, sogar genug Geld, um eins zu renovieren, aber wie gesagt, davon habe ich nichts, außer Geld. Und da ich sowieso genug Geld kriege, bringt mir es eigentlich gar nichts, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. So. Oh, und seht ihr das? Ich habe jetzt... Hat mal einer mitgezählt, wie oft ich jetzt mittlerweile bei diesem LP schon die Fallschirme benutzt habe? Mehr als in Brotherhood auf jeden Fall. Da habe ich sie ja, glaube ich, fast gar nicht benutzt. Außer ich musste. Naja. Ah, wir sind hier gerade an einem Wahrzeichen. Ich guck mal kurz, wie viel so eins kostet. 32.000. Ach, komm, kaufe ich sogar mal. Da habe ich immer noch 26.000. Das ist immer noch genug. Ich wollte außerdem noch mal gucken, ob ich dann auch noch ein... ob sich mein Gesuchsstatus erhöht oder ob das... Ja, okay. Der Gesuchsstatus ist also immer noch vorhanden. Alles klar. Das wollte ich nur wissen. So, sehr schön. Dann haben wir auch mal ein Wahrzeichen gekauft. Habe ich jetzt auch nur gemacht, weil ich Lust hatte und weil ich sowieso genug Geld übrig hatte. So, wo ist denn hier der Punkt? Ist der über uns? Nee. Doch, auf dem Turm wahrscheinlich. Okay, gibt es vielleicht wieder neue Bücher zu finden oder was? Naja, wir werden es herausfinden, sobald wir oben sind. Auf jeden Fall gibt es hier ein Datenfragment. Schön. 44 schon. Noch 6, dann werden wir alle restlichen 50 auf der Karte angezeigt. Zeichen und Symbole Teil 2. Nicolo Polo hat ein Buch in der Nähe des Valenz-Aquädukts versteckt, das Hinweise zum Versteck eines Mastiff-Schlüssels enthält. Benutzen Sie die Polo-Symbole, um es zu entdecken. Ja, kennen wir ja mittlerweile, wie das funktioniert. So, dann werden wir mal gucken. Ja, das da könnt ihr vergessen, weil da ist bestimmt keins, sondern eher hier. Ha. Ach, ich bin so gut. Okay, ein weiteres Buch. Das holen wir uns dann mal schnell. Na, das war ja gar nicht mal so schwer. Wir kommen gut voran, muss ich sagen, im Spiel. Ich kann mir auch jetzt gar nicht... Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel kommt. Also wir sind jetzt schon in Sequenz 5. Ich glaube, so viele gab es gar nicht. Ich glaube, es war auch das kürzeste Assassin's Creed. Jedenfalls kam es mir so vor. Ja, deswegen weiß ich gar nicht, wie lang... Also ich kann gar nicht schätzen, wie lang das LP jetzt sein wird. Also wir haben jetzt schon die 40er-Marke auf jeden Fall geknackt. Schon seit längerem. Mit 40 Folgen. Brotherhood hat 98. Ja, ich denke mal, wir... So bis 70 oder bis 80 wird es, denke ich mal, gehen. Tada, wir haben ein Buch. Juhu. Das Mädchen mit der Flöte von Menander wurde entdeckt. Okay, und ein neues Missionsziel hat sich aufgetan, zu dem ich dann offscreen gehen werde, weil die Zeit ist jetzt langsam wieder vorbei. Wir hätten zwar noch ein, zwei Minuten, aber ja, das lohnt sich jetzt nicht mehr, die Mission anzufangen. Wir haben sogar hier die noch beendet. Unglaublich, was? Ja, deswegen würde ich sagen, das war's jetzt erstmal für Assassin's Creed Revelations und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Also bis dann. Ciao.